Susanne. Ich bin 51 Jahre alt und ich spiele jetzt seit 6 Wochen Harfe. Bei der Online-Harfenschule habe ich das Paket Duo gebucht und ich muss sagen, ich bin absolut begeistert, was ich dort alles geboten bekomme. Da ich keinerlei Vorkenntnisse hatte, habe ich natürlich mit dem Einsteigerkurs begonnen. Ja, und habe dort begonnen, kleine Stücke zu spielen, wie die Bergmelodie, Bruder Jakob, Long Long Ago, den Kuckuck und jetzt zum Schluss die Weizenfelder. Das Beste für mich an der Online-Harfenschule ist, dass jedes Stück in ganz viele kleine Videos aufgeteilt ist, sodass ich peu à peu die Stücke erlernen kann, dass ich mir die Videos so oft anschauen kann, wie ich möchte und wie der Bedarf ist. Wenn ich irgendwas nicht verstanden habe, dann schaue ich es mir ein zweites, ein drittes Mal an und versuche es dann an der Harfe umzusetzen. Und mit dem Paket Duo habe ich die Möglichkeit, im Anschluss, wenn ich denke, ich kann ein Stück jetzt ganz ordentlich spielen, dann schicke ich ein Video an die Alexandra und bekomme dann prompt ein Feedback. Bekommt man Lob, aber auch Verbesserungsvorschläge und das ist so toll, weil ich habe auch hier zum Beispiel die Möglichkeit, mir dieses Feedback einfach mehrfach anzuschauen. Wenn ich in die Musikschule gehe, bekomme ich auch ein Feedback, aber ich muss auf den Punkt zu diesem Termin eben mein Stück vorspielen. Ich kann mir das genau einmal anhören und habe das vielleicht nachher zum großen Teil wieder vergessen, was ich jetzt genau umsetzen soll. Also ich finde einfach die Betreuung, ja, ist viel effektiver. Also das ganze Training, das ganze Üben ist viel effektiver, weil es zeitunabhängig und in meinen eigenen 4 Wänden stattfinden kann und ich dennoch den Austausch habe. Also ich kann es wirklich nur empfehlen für alle, die schon immer an die Harfe wollten oder sich vielleicht aus irgendwelchen Gründen nicht getraut haben. Ihr geht den Schritt, es ist absolut genial. Es macht riesig Spaß. Ich freue mich jedes Mal auf meine Harfenzeit und ich kann mir nichts Besseres vorstellen.